Aua. So. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ich möchte dich zu den Wilderern befragen. Schieß los. Ihr hört die Stimme von der Theresa. Ja, das kann schon sein. Angeblich hast du etwas im Wald beobachtet. Stimmt, das hab ich. Und was genau hast du gesehen? Es war nach Einbruch der Dunkelheit. Ich bin hinter der Burg an der Lichtung vorbeigegangen und habe ein Feuer gesehen. Leute haben gesungen und getanzt. Und den Klang einer Pfeife habe ich gehört. An den Geruch von gebratenem Fleisch erinnere ich mich auch noch gut. Ich hatte Angst, es könnte ein Hexenzirkel oder so etwas in der Art sein. Also bin ich schnell wieder weg. Konntest du jemanden erkennen? Vielleicht jemanden aus dem Dorf? Nein. Wie gesagt, es war dunkel. Hab nur Schatten gesehen, die umhergetanzt sind. Kamen dir die Stimmen bekannt vor? Nein. Aber ich habe Weiber lachen, Kelche klirren und eine Pfeife spielen gehört. Klang wie ein Festschmaus. Aha. Wo liegt diese Lichtung? Nicht weit nördlich der Burg. Es gibt einen Weg am Holzfällerlager vorbei, der dich hinführt. Danke. Was hältst du von dieser Sache mit den Wilddieben? Ganz klar. Hanekin Hase ist zurück. Und der Hirschschädel an Nikolas Hütte. Weiß doch jeder, was das heißt. Ist ein Zeichen, dass er zum Hahnrei gemacht wurde, wenn du verstehst. Denkst du etwa, seine Gattin betrügt ihn? Ich sage bloß, sie könnte den Drang dazu verspüren. Kommt in den besten Familien vor. Du bist die Erste, die sich seiner Rückkehr sicher ist. Bisher gab es bloß Gerüchte. Also völlig sicher bin ich mir nicht. Schon möglich, dass es ein anderer Unruhestifter war. Aber von zwei Übeln wählt man besser dasjenige, das man kennt. Und jeder hier kennt den Hasen. Ja. Soll ich das sagen? Lüge mich nicht an, oder soll ich? Warte mal, du gesagt hast. Beides geht. Mond oder Herz? Schnell. Mond. Da pfeifst du jetzt aber ein anderes Liedchen. Ach ja? Warum willst du überhaupt so viel wissen? Ich helfe Nikolas dabei, diese Wildererbande ausfindig zu machen. Oh, das wusste ich nicht. Tja, jetzt weißt du es. Und auch, dass du mir nichts vorenthalten solltest. Was ist also mit diesem Hasen? Also gut, ich sage dir, was ich weiß. Aber versprich mir, Nikolas nichts zu verraten. Ich muss weitergeben, was ich erfahre. Aber ich versuch's. Also, raus damit. Es hat was mit Margit zu tun, seinem Weib. Sie soll an allem schuld sein. Fahre fort. Ich weiß ganz sicher, dass der Hase hier ist, weil Margit das zugegeben hat. Was hat sie dir gesagt? Dass er in den Wäldern auf sie gewartet hat und sie ein paar Worte gewechselt haben. Worte, so nannte sie das. Wer weiß, was die wirklich getrieben haben. Und was haben sie geredet? Weiß ich nicht. Aber wenn Nikolas davon wüsste, würde er sie wohl umbringen. Sicher, dass es kein schlechter Scherz war? Oh nein, Margit würde über sowas sicher nicht scherzen. Wer ist dieser Hanekin Hase? Es gab eine Zeit, da war er noch der Jägermeister hier. Und Margit seine versprochene Braut. Doch dann wurde ihm ein Mord angelastet und er hat sich dünn gemacht, bevor er baumeln sollte. Sowohl Margit als auch seine Stellung gingen auf Nikolas über. Was genau lief da zwischen dem Hasen und Margit? Das war kompliziert. Er wollte sie und sie wollte ihn wohl auch. Zumindest für ein Weilchen. Aber dann hat sie Nikolas geehelicht und behauptet, sie hätte für Hanekin Hase nie wirklich was übrig gehabt. Was war da zwischen dem Hasen und dem Jägermeister? Ach, die beiden waren sich von der Sekunde an, in der der Hase hier aufgekreuzt ist, nicht grün. Und dann kam Margit hinzu. War eine unschöne Sache. Glaubst du, der Hase ist wirklich ein Mörder? Wer weiß das schon? Ich glaub's nicht. Aber mir kam das alles etwas merkwürdig vor. Das hört sich schon der Hase war nämlich gar nicht so ein Hitzkopf. Ja. Aber gut gekannt hat ihn keiner. Und Margit wollte nie darüber reden. Wollte nichts von der Sache hören. Lass mich meinen Hasen wieder einsetzen. Das ist alles. Den Namen reinwaschen. Mach's gut. So, wir waren jetzt bei der Betty. Schau, was wir schon alles haben. Ja, das war nicht zu Margit gehen wir noch. Aber vorher gehen wir zum Thomas ins Badehaus. Ich sag lieber Badehaus, ich weiß auch nicht. Das Lachtrostviech. Ja. Ja.
Wir müssen also die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Wollen wir einfach nochmal rennen? Kmh. Eins. Ja. Okay, ja. Scheiße, schon. In die falsche Richtung gereitet. Ja. Ja. Wenn schon falsch, dann alles falsch. So. Wo ist unser möchte gern Plappermaul? Das klang wie. Sei gegrüßt, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Ich möchte etwas über die Wildererbande in Erfahrung bringen und dich etwas fragen. Dann frag, hab nicht den ganzen Tag Zeit. No, ein bisschen netter vielleicht. Mir kam zu Ohren, dass du in der Schenke posaunt hast, du wolltest wildern gehen. Keine Ahnung, wer du bist, aber pass auf, was dir da aus dem Maul fällt. Das tue ich. Also, was ist da vorgefallen? Nichts, bloß süffiges Gerede. Bin sauer geworden und hab Müll rum erzählt. Hab nichts davon so gemeint. Ach ja? Mhm. Nun, das wird sich zeigen. Betty hat irgendeinen Festschmaus in den Wäldern beobachtet. Es soll auch nach Wildbret gerochen haben. Was weißt du darüber? Nichts. Da war ich nicht. Und ich schätze nicht, dass du mir sagst, wer du schon. Ja mit nee, weil ich ja, war ja nicht da. Schon, er hat gesagt, der Thomas ist immer... Das reicht mir. Da. Wie ich höre, gab es in letzter Zeit Ärger mit Wilderern. Mir fehlt die Zeit für einen Plausch mit Fremden. Leb wohl. Mach's gut. Verschwinde, du gehörst hier nicht her. Das reicht mir. Lebe wohl. Dann kann man sicher wahrscheinlich am Abend trifft man den. In dem Meer über das Thomas über den Palle. Warte mal, das die anderen Fragen. Die anderen, genau. Die Leiterin zum Beispiel. Grüß Gott. Wie kann ich zu Diensten sein, edler Ritter? Ich würde gerne etwas über die Wilddiebe erfahren, die hier die Wälder unsicher machen. Es gibt Fragen, die bleiben besser unbeantwortet. Aber geh zu Olena, wenn du Mumm hast. Das alte Klatschweib wird dir mehr sagen, als du wissen willst. Lebe wohl. Ja. Schauen wir mal, ob die was weiß. Gott segne dich. Wie kann ich dir helfen? Ich würde gerne etwas über die Wilddiebe erfahren, die hier die Wälder unsicher machen. Wenn ich du wäre, würde ich Thomas den Badegehilfen fragen. Er hat in der Schenke herumposaunt, dass er Wildjagen war. Ja. Alles Gute. Genauso die Stimme kann ich gerissen. Und jetzt werden wir noch einmal darauf ansprechen und sagen, sogar die Leute da sagen es. Ich bleib. Geht das nicht. Gott schütze dich. Das gibt's ja nicht. Ich würde gerne etwas über die Wilddiebe erfahren, die hier die Wälder unsicher machen. Ich kenne keine. Das mag sein. Ich wollte auch bloß wissen, ob du... Ich kenne keine Wilderer. Frag Betty, das Weib vom Schmied. Die hat sie wohl im Wald beim Schlemmen gesehen. Schlemmen? Mehr weiß ich nicht. Keine Sorge. Die wird dich vollsülzen. Mach's da waren wir gut. Schon. Gut, mit ihm können wir gerade nichts machen. Ich könnte noch was anderes machen. Vielleicht hat er was dabei. Wer ist da? Komisch. Also was Interessantes. Ich bete noch einmal. Das ist alles. Wohl schon, hören wir uns an, vielleicht müssen wir noch mehr durchdrangen. Irgendwer hat gesagt, zu Olena soll ich gehen, ne? Ja. Da ist die Olena. Da laufe ich aber hin, das ist nur da drin. Wie haben wir denn noch? Nein, es wird gerade mal Mittag. Zeit genug. Baby Olena, ist eh logisch. Die Olena. Was? Die Olena. Verständlich, ja. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Mir kam zu Ohren, dass es hier Wilderer gäbe. Wenn's nur Wilderer wären. Aber dieser Hexerich Hase. Das ist der, der hier wütet. Ich hab's damals schon gesagt und würd's wieder sagen. Er sinnt auf Rache. Erzähl mir von diesem Hanneken Hase. Ach, das ist alles Jahre her. Eines Tages ist er hier aufgetaucht und keiner wusste so recht, woher.
Oben bei der Burg hat er behauptet, sein Vater wäre ein Blaublüter. Also haben sie ihn zum Jägermeister gemacht und ihm Margit als Weib versprochen. Keiner hätte wissen können, dass er ein Hexerich ist. Hexerich? Wieso wird er für einen Hexer gehalten? In den Wäldern hat er sich einfach in Luft aufgelöst. Er ist vor den Augen von Leuten verschwunden. Und ich habe gehört, dass er angeblich mit Tieren geredet hat. Das hört sich nicht sonderlich überzeugend an. Weil du seine Schießkünste nicht gesehen hast. Das war unnatürlich, was der mit seinem Bogen veranstaltet hat. Es heißt, er hätte seine Seele dafür verkauft. Aha. Wie war das mit Margit? Ich bin keine Klatschbase, aber in jüngeren Jahren war sie unstet. Nie konnte sie sich entscheiden, welchen sie nun haben wollte. Den Hasen oder Nikolas. Also hat das Schicksal entschieden. Was meinst du? Was ist mit dem Hasen passiert? Oh, das war vielleicht was, das sag ich dir. Herr Heinrich von Leipa war zu Besuch auf der Burg. Tja, und der Hase dreht seinem Wachmann mit bloßen Händen das Genick um. Natürlich haben sie ihn erwischt. Aber wie behält man schon einen Hexenmeister hinter Schloss und Riegel? Gar nicht. Und so ist die Teufelsbrut entkommen. Ganz schön verrückte Geschichte. Das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Ja. Warum hat er den Mann ermordet? Cool Story, Bro. Das weiß keiner und das wird wohl so bleiben. Aber es heißt, der Hase war vom Teufel besessen. Es war Vollmond, weißt du? Hat irgendjemand den Mord beobachtet? Denke schon, sonst wüssten die ja kaum, wer es war, oder? Da ist was dran. Es gibt dann noch etwas, das ich wissen will. Erzähl mir von diesem Hanneken Hase. Ach, das ist alles Jahre her. Ach so, das haben wir ja gerade gehabt. Tja. Lebe wohl. Soll ich noch mal mit ihr reden, weil irgendwas haben wir nicht gefragt, schau. Ich wüsste dann. So. An wem will sich der Hase rächen? Na, an Jägermeister Nikolas natürlich. Als der Hase verschwunden ist, hat er sich seine Margit und seinen Posten unter den Nagel gerissen. Der hat sich nicht lumpen lassen. Nikolas ist einer, der nicht lange fackelt. Der dann noch sicher umbleibt. Hat denn irgendjemand diesen Hanneken Hase zu Gesicht bekommen? Es scheint, als wäre er nichts weiter als ein Schreckgespenst. Oh, geben tut's ihn sehr wohl, aber er kraucht wie ein Schatten durch die Wälder. Den fängt so schnell keiner. Aber die Betty vom Schmied weiß was von dem Treiben in den Wäldern. Treiben? Was genau meinst du damit? Absonderlicher Radau. Hexerei. Der Hase trifft sich mit seinen Hexerlehrlingen und sie schmausen auf der Lichtung. Und am Morgen verwandeln sie sich in Raben und zerstreuen sich, sagt sie jedenfalls. Ich rede für Scheiße. Aber fragt sie selbst, wer weiß, was sie da gesehen hat. Oder was sie mit denen getrieben hat. Gut, ich frage sie. Danke. Mehr muss ich nicht wissen. Dann viel Glück. Wir gehen am Arsch. Das ist bei ihm nicht. Wir müssen mehr über ihn rausfinden. Aber wir haben ja noch was. Reden wir zuerst noch mit der Margit? Oder finden wir zuerst noch was anderes raus? Wir reden nochmal mit der. Mit der Margit? Aber nicht, dass wir dann hingehen und sie sagt uns da nichts mehr, weil wir nicht viel wissen. Ja! Dann entscheide ich anders. Was sagen wir, es ist deine Entscheidung. Ja! Zack, zack! Na gut, dann riskieren wir es. Ich will vorher speichern. Hoppala. Oh. Hast du gesehen? Ja! Ich glaube. Ja, nicht. Aber Sehors hat es gemacht. Ich will vorher speichern. Wieder? Ja. Ja, bevor es mit der Magie redet, wenn es dann deppert ist. Die ist eingesperrt. Ich rede zuerst mit ihm, weil ich will jetzt nicht einfach so einbrechen. Warum Lazarus? Nein, ich hab gesperrt. Nein, Lazarus, Elixir ist drückt. Schau noch einmal nach. Ich bin am Retterschnaps drüber. Ich glaube, ich Retterschnaps drüber. Gott schütze dich. Na. Ach so, das war's Gold. Ich habe gedacht, da wurde. Ich habe einige wilde Geschichten über den Hasen gehört. Die Leute klatschen nun mal gerne über frühere Tage. Hab selbst die verrücktesten Dinge gehört. Und was hat sich damals wirklich ereignet? Der Hase war hochnäsig.
ist mit nichts hierher gekommen außer seinem blanken Arsch und hat sich eingebildet, alles haben zu können, nur weil er von Edlem geblüht war. Was ist aus ihm geworden? Davon musst du gehört haben. Er hat einen von Herrn Heinrich von Leipers Männern ermordet und hätte hängen sollen. Aber er konnte aus dem Kerker fliehen und ward nie mehr gesehen. Wie hat er das angestellt? Das weiß keiner. Aber ich wette, er hatte Hilfe von jemandem aus der Burg. Und welche Rolle spielte deine Frau? Er hatte ein Auge auf sie geworfen und sie wollte ihn nicht. Das ist alles. Aber es hatte nichts mit dem zu tun, was später war. Glaube ich nicht. Ich habe gehört, er war ein Hexer. Und ich, dass zu Weihnachten auf dem Rataja Galgenberg die Rosen blühen. Ein Hexer. Ha! Er war ein ganz gewöhnlicher Unruhestifter, mehr nicht. Das wäre alles. Alles Problem gut. Ist halt jetzt, wie komme ich da jetzt hin rein, ohne dass ich das aufbrich? Weil ich will nicht das... Mach's einfach. Und auf mich. Guten Tag. Ich wüsste gerne etwas über den Hasen. Tut mir leid, aber darüber will ich wirklich nicht reden. Alle spüren Spuren von dir. Immer, wenn ich mit jemandem über den Hasen gesprochen habe, kam das Gespräch auf dich. Aber ich... Dich trifft keine Schuld, willst du sagen? Ich würde dir gerne glauben, aber du weißt mehr, als du zugibst. Ich muss die ganze Geschichte hören. Also gut, du hast recht. Was willst du denn über den Hasen wissen? Was ist damals zwischen dir und dem Hasen gelaufen? Nichts. Er hat meinen Vater mit seinem Gerede über seine Erblinie beeindruckt. Aber ich konnte ihn nicht leiden und wollte ihn nicht heiraten. Nachdem er abgehauen ist, spielte das dann keine Rolle mehr. Also wolltest du ihn nicht? Ich frage bloß, da ich Gegenteiliges gehört habe. Dorfgeschwätz. Jeder sagt was anderes und die meisten wollen bloß Nikolas schaden. Hat Hase wirklich den Mord begangen? Herrgott, woher soll ich das wissen? Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das bleibt abzuwarten. Worüber hast du mit Haneken Hase in den Wäldern gesprochen? Ich sehe, Betty hat geplappert. Gib ihr nicht die Schuld. Immerhin war es Schwerstarbeit, es ihr zu entlocken. Sprich. Oh, na gut. Sein Exil hat ihn wohl um den Verstand gebracht. Ups. Er kam auf mich zu und meinte, er wolle mit mir fortgehen. Er würde mich noch lieben und so weiter. Und was dachtest du? Ich fühlte mich vor den Kopf gestoßen, konnte nicht mal schreien. Was hat er noch gesagt? Er sagte, falls ich meine Meinung ändere, solle ich Vergissmeinnicht an die Hütte hängen und auf ihn an unserem Plätzchen warten. Interessant. Wo genau bist du ihm begegnet? Wenn ich das wüsste. Es war wie ein Fiebertraum. Ich hätte mich beim Versuch, den Wald zu verlassen, fast verirrt. Es würde dir sowieso nichts nützen. Er bewegt sich durch die Wälder wie ein Geist. Schließlich kennt er die Gegend wie seine Westentasche. Danke, das wäre alles. Später müssen wir noch sagen, sie sollte aufhängen, aber nicht jetzt. Ja. Weil ich habe noch andere Sachen zum Fragen und ich glaube, da ist mehr. Außerdem will ich noch nach Allenberg auch. Da oben. Wahrscheinlich, wenn ich da raufgehe. Das ist das Plätzchen wahrscheinlich. Ja, da ist das, wo da finde ich wahrscheinlich seine Pfeife und kann sagen, schau, du warst im Wald. Weißt du, was ich meine? Mhm. Jetzt gehen wir mal nach E. Wie kommen wir da am besten hin? Da runter, Brücke links, nicht über die Brücke. Ja! Jetzt mal nicht so schnell. Den schnelleren Weg runter. Sie hat nun die Treppe. Aber jetzt bin ich falsch, weil ich zu wild runter bin, schon. Zu schnell runter. Ja. Direkt, ja. Direkt. Du gehört. Ja. Oh. Lern mal reiten, du Teufel. Ja. Das Arschloch hat nicht einmal ein Pferd. Du machst es auch, wenn du es nicht kannst. Einfach probieren. Just try it. Verdammt!
E. Ja. So, jetzt machen wir das. Haben wir gestoppt. Ah, das Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich müsste dich etwas zu den Wilderern fragen. Was? Mich? Warum, um Himmels Willen? Warum? Es heißt, ihr hättet im Wirtshaus angegeben. Wir hatten alle ein paar Bier und haben irgendeinen Mist geredet. Also hast du nicht mit Thomas gewildert? Gott, nein. Wird uns nicht im Traum einfallen. Thomas ist zwar ein Spinner, aber ich bin noch bei Verstand. Ja, ja. In den Wäldern wurde kürzlich ein geheimes Festmahl abgehalten. Da werde ich hin. Und die Leute in der Nähe haben die Klänge einer Sackpfeife gehört. Du warst nicht zufällig dort, oder? Doch, ich streite es nicht ab. Aber dort hat sich nichts Unrechtes ereignet. Soll ich das sagen? Malerbote hängt. Warte. Na, das dritte Mal. Na, das geht nicht. Ich muss, wenn ich das wähle, kann ich die anderen nicht mehr. Achso. Das erste. Wenn du unschuldig bist, schaden dir Lügen nur. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Auf der Lichtung ist nichts Unrechtes geschehen. Und ich gehe ganz sicher nicht wildern. Deckst du vielleicht einen Freund? Pass auf, Bursche. Loyalität ist eine ehrbare Sache. Aber wenn sie herausfinden, wer es war, hängst du genauso in der Sache mit drin. Aber ich habe nichts gemacht. Dann hast du nichts zu befürchten und kannst sagen, wie es war. Also gut, es wurde Rotwild gegessen. Aber es war nicht von mir. Thomas hat es angeschleppt. Also war das Geprahle im Suff doch mehr als nur heiße Luft? Ich weiß nicht, wo das Wild herkam. Nach der Sache in der Schenke hat Thomas mich in den Wald zu einem Hochsitz geführt. Aber ich hatte Sorge, dass uns einer erwischt und bin abgehauen. Und du hast gut daran getan. Thomas wird nicht so leicht davonkommen. Passt. Lebe wohl. Jetzt können wir noch einmal mit Thomas reden. Nachdem wir in die Lichtung waren. Nach F gehen. Genau. Ja. Magst du ihn retten? Nein. Reifen kannst du. Wenn was kommt, übernehme ich wieder. Nein. Hoffentlich löst man wir bald die Punkte ein. Ich könnte einlösen. Du darfst nicht. Warum? Weil das ist das Einzige, was du nicht darfst. Das ist unfair, das ist unbegrenzt. Löse ich mit deinen Punkten ein. Nur einmal da geht es aus. 17.300 hast. Aber jetzt kriegst du mehr als bist du Abonnent. Ja. Wenn, aber ich schreibe mal was rein. Da steht so, dass man jetzt sieht, jetzt bist du eigentlich Gründer, muss er dabei stehen. Aufsatz noch nicht schon. So, was haben wir denn da Schönes? Ah. Ein grünes Schwert, Hörst und eine Krone. Karoin. Ja, Karo in Böhmen. Meine Güte. Das war genau, was du gesagt hast, ich brauche keinen Aufsatz schreiben, du hast mich verwirrt. Du bist schon. Das war gut, ne? Ja, das Problem ist, was komisch ist, ich muss ja da irgendwas finden, ne? Aber. Da war was. Das war der Köter. Der Hase. Auf ihn! Ui. Gott, war er. Also, da muss ja was zum Finden sein, oder nicht? Setzen. Jetzt bin ich jetzt komplett bescheuert. Schau mal hinterm Pferd. Ich schau mal, wie groß die Umgebung dort ist. Rechts hinter dir, schau mal. Geh nochmal auf die Karte. Weil schau, da ist unterbei auch so. Achso,
Unterbein. Unterbein. So. Runter. Na, so. Nicht. Da ist nichts. Da siehst du da. Ja. Das hat damit nichts, wenn es da gemütlich ist. Ja, ich habe gedacht, vielleicht ist das was. Das weiß ich ja nicht aufwendig. Ich kann es nur fragen, ob sie was gesehen hat vielleicht. Ja, eben. Oder dabei war oder. Aber das Pferdchen würde ich da mal gerne was finden. Da muss irgendwas zum Finden sein. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern, was da zum Finden war, deshalb. Da wäre dann direkt da. Ich habe es auch gedacht, eben wegen dem ganzen Gewand und so, was da liegt, ne? Schau nochmal genau, Pferdchen. Ach, hier ist Spitzer. Was steht denn bei F dabei?